Hallo und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Skyblock auf Gomme HD und hinter mir steht der Crunky, ihr seht das schon. Hallo. Ja, heute mal wieder ein bisschen fitter. Ja, gestern war, ja. Ja, war so ein bisschen fail. Mein Plan ist es heute mal wieder ein bisschen Kabel abzubauen, weil wir ja die Insel fertig ausbauen wollen. Und ich habe hier eine Spende bekommen von ein paar Sachen. Ich weiß leider nicht von wem, weil ich in dem Moment leider nicht im Game war. Geh mal davon aus, es war der Prinz Martin, der gerade noch hier da ist. Ah, oh, guck mal, jetzt schätze ich auch. Also von hier bis dahin ist alles hier, von ihm sind hier so darüber. Nicht, dass ihr euch wundert, was ich da so im Inventar habe. Die Spitzhacke habe ich mir gerade mal ganz kurz offscreen gebaut. Aus unserem Diamond Block, den wir ja haben. Oh, Stammbild? Ah, jetzt. Okay. Ja, und bei mir vielleicht kleine Änderungen. Ich muss mir das noch genauer überlegen und angucken, ja, wie sich das entwickelt. Minecraft eventuell demnächst in einer anderen Auflösung. Mein Gott, was machen die ein paar Lava bei dir? Schlag sie kaputt. Nein, meine Katze versucht gerade durchs Fenster zu klettern. Ich stelle mir das gerade vor, miau. Das hast du bisher eigentlich nicht probiert gehabt. Das ist jetzt neu. Ja, irgendwann war es immer. Ja, so in der Richtung. Ich baue übrigens, während du da kabbelst, die Insel aus, ne? Wie du so ein. Mach ruhig, ja. Ich seh dich jetzt gerade gar nicht. Ich weiß auch nicht, wie viel Kabel er mir zugeworfen hat. Frag mich mal, keine Ahnung. Ich habe jetzt nicht geguckt. Ich will es, glaube ich, auch besser gar nicht wissen. Ja, ich habe da eine böse Vermutung. Viel zu viel. Ah, nee, doch nicht. Es wirkt, also ich habe mit mehr gerechnet. Es war nur ein Stack, den er mir gegeben hat. Das geht ja noch. Nee, ja, das passt ja. Ich habe übrigens hinten an der Kabelfarm ein bisschen was weggehauen. Liegt einfach daran, dass meine Spitzhacke ein bisschen schneller ist. Aber da läuft jetzt nichts raus oder so. Alles cool. Dass du über das Leuchtfeuer hinter dir auch noch was kriegst, dass du dadurch auch schneller wirst, ne? Könnte passieren. Und ihr merkt vielleicht auch, es ist immer mal wieder verschwommen und wieder klar, das liegt einfach an dem Shader, dass sich das so komisch vorstellt. Der kommt auf diese Schnelligkeit einfach nicht klar. Echt? Ja. Okay. Ich habe immer mal wieder ganz kurz so Zoom-Probleme, sage ich, nenne ich das jetzt einfach mal nett. Mhm. Ja gut. Werde ich ja bestimmt mal bei dir sehen, ich gucke ja gelegentlich auch mal bei dir rein. Ja. Problem ist, mit dem Shader kenne ich nicht, ob der Weizen über die ist, das ist immer so eine Sache. Ich weiß auch gar nicht, welchen ich gerade drin habe. Ich glaube, ich habe entweder den Ultra oder den Standard drin. Von Zeus. Ich gucke gerade mal rein, ich habe den Ultra drin, aber ich mache mal den normalen rein. Einfach aus dem Grunde, dass ich dann zersehe, was da wie wo fertig mal. Ist. Shader, ja, ich habe den Ultra drin, manchmal auch mal Standard. Braucht er kurz einen Moment und fertig. Ich geh mal gucken, wie weit wir hier in die Richtung können. Ja, da ist. Im Standard ist dieser Zoom-Faktor nicht drin. Stimmt. Dafür sieht es aber schon wieder alles nicht mehr so schön aus wie. Ach, das ist blöd. Dafür ja, denke ich mir auch, aber der blendet halt doch sehr hart, weißt du? Das ist so. So viel Unterschied ist da gar nicht, aber du siehst halt an der Klarheit der Strukturen so ein bisschen, ne? Da ist kaum, ja okay, ist halt bei mir sieht es ein bisschen anders aus, ne? Muss man ja, mal du so hast sagen. Ja wesentlich leistungsstärkeren PC. Bei mir sieht das, ist das halt echt, merke ich jetzt gerade einen Unterschied von Tag und Nacht, aber ist ja jetzt erstmal gerade nicht so weh. Ja gut, der Shader, der ist natürlich, ne? Der macht schon viel, darf man echt nicht unterschätzen. Wie ich halt einfach merke, dass ich in den letzten Tagen einfach das falsche Spiel gespielt habe, weil er mir die ganze Zeit irgendwie, wenn ich Inventartaste drückt, nichts Inventar öffnet. Wieso, was hast du die ganze Zeit gespielt? Ork. Ach so. Ja. Kommst du nicht mehr los von, wa? Es macht tatsächlich süchtig. Ich finde es persönlich sehr schade, dass ich es halt nicht aufnehmen kann, weil mein PC einfach nicht stark genug ist. Weil das ist tatsächlich ein Spiel, wo ich sagen würde, jo, das ist Potenzial zu Let's Playen. Na gut, vielleicht kommt das ja noch. Ja, wie gesagt, ich muss halt dann... Mal. Ja, richtig. Aktuell ist es halt mit der Performance alles so eine Sache, weil es wird ja immer wieder nachgebessert, aber irgendwie wird es bei mir halt gefühlt nicht viel besser. Mhm. Ja, muss man halt mal schauen. Ich habe Erde. Ach stimmt, ich wollte mir irgendwie eine Ecke für eine Farm nehmen, ne? Ja gut, da ist natürlich jetzt die Kabeldings. Lass mal überlegen, ob ich da die Farben gescheit reingesetzt kriege.
Hier Endstein. Wir müssten auch irgendwo mal die Baumfarm, nenne ich es jetzt einfach mal, ein bisschen umsetzen. Weil die ist da vielleicht auch ein bisschen fehl am Platz, wo sie ist. Gut, ich muss gerade mal selbst nochmal gucken. CP, was brauchte man nochmal für Erde? Ach, das war das mit den Körnern, da muss man sowieso erstmal alles anbauen, scheißegal dann. Irgendwie so war das, ja. Erde haben wir gar nicht so viel. Wasser haben wir, aber ich glaube, ich setze das Ganze jetzt mal so ein bisschen um, da wir halt jetzt wirklich ein bisschen mehr Platz haben, dass das auch ordentlicher aussieht. Nacht ist der Shader halt einfach übel, ne? Muss ich mal gestehen wieder. Ja, aber ich werde jetzt wieder auf Ultra, weil wie gesagt, für mich sieht das jetzt alles ein bisschen strange scheiße aus. Strange scheiße, okay. Ja. So, gut, ich werde die Farben fertig hier nebensetzen. Sind wir hier jetzt auch schon am Ultimo? Hier sind wir am Ende, ja. Hier hinten? Wenn du hier jetzt probierst, einen hinzusetzen, ist der weg. Okay. Oh, Bäume! Nee, dafür, nur damit ich weiß, wo ich habe so irgendwie das Gefühl erwartet, darauf, dass ich irgendwas in die Hand nehme. Schmeiß mir das dann zu. Das ist so geil, warte, jetzt hat er mich komplett wieder rausgeworfen. Ach, genau, so wollte ich es machen. Plopp. Wasser läuft 7 Blöcke, das weiß ich noch. Genau. Problem, was wir ja oben an der Mobfarm hatten. Ja, da ist halt was doof gelaufen, tatsächlich. 1, 2, 3. Verlässt die Insel von Uranus HD, das werde ich ja wohl am besten wissen. Das ist gar nicht nur deine, das ist unsere zusammen, du Sau. Das ist ja das Lustige. Ja, ich glaube auch. Ja, jetzt wird's dunkel, ich merk's so langsam, bei mir wird's auch dann so ein bisschen strange, aber na gut. Das sieht nice aus, also ich muss sagen, es sieht nett aus. Ja, das schon, aber es wird halt schon ein bisschen dunkel. Aber es ist ja nicht so wild, ich glaube, man sieht trotzdem noch genügend. Muss mir mal kurz an der Nase kratzen, so. Eiskalt. Ich guck gerade, wie weit wir hier noch rumkommen. Ich hab da hinten, bin ich auch bis zur Grenze schon raus, hinter dem Netherportal, also da kommst du nicht mehr weiter, ja? Nicht mehr viel wahrscheinlich. Nee, gar nicht mehr weiter. Also das ist schon Hardcore, ja, Grenze. Da ist so. Grenze wieder, genau. Ja, wir haben nach da in die Richtung, wo ich jetzt baue, hier Seitenlinie, sag ich mal. Uh-huh. Du hast keine Recht auf diese Insel zu bauen. Okay, alles klar, da ist hier dann das Ende. Da ist dann doch noch ein bisschen Platz da anscheinend. Irgendwie buggt der Shader ein bisschen rum, wenn du auf andere Inseln kommst oder irgendwie andere Inseln antrittst oder sowas. Ich weiß auch nicht, ich mach den jetzt raus. Über Nacht. Nö, das Gefühl habe ich jetzt. Jetzt blinkt so komisch teilweise, vielleicht ist das auch immer so und ich habe das nur noch nie gemerkt. Also, ja, ich lasse einfach mal. Sieht auf jeden Fall schick aus. Willst du mal lachen? Hm? Wenn du mal über unsere Insel guckst, hier sind Baumblätter. 4 Stück? Ja? Ja, da oben. Okay, da hängt da wahrscheinlich noch irgendwo ein Holz rum. Nö. Dann da bitte Holz rumrennen. Dann ist das komisch. Ja, ich würde sagen, das ist komisch. Eine Hoe habe ich, Weizen habe ich, Samen. Ich baue mir erstmal das Zeug hier hinten wieder ab. Das ist ja lästig. So, alles klar. Ich habe jetzt die, ich glaube, die kompletten Umrisse der Insel habe ich jetzt einmal langgezogen. Gleich. Das mag durchaus sein. Ich weiß halt auch nicht, wie viel du da jetzt abgebaut hast. Kann man aus Weizen? Nein, kann man nicht. Also wir brauchen noch mindestens 5 bis 8 Stacks, würde ich jetzt einfach mal so schätzen. Koppel. Das kann durchaus sein. Ja, nee, ist klar, Alter. Hast du gerade 5 Koppel irgendwie in deiner Tasche? Ehrlich gesagt, ich habe einen. Scheiße, dann muss ich jetzt komplett hier nochmal langdatschen. Hast du nichts anderes? Nein, ich habe nur Koppel dabei. Na gut, das ist natürlich ärgerlich. Aber betreten möchte ich die Farm mit einer Stufe. Das ist, nee, das geht doch nicht. Die Frage, Fichtenholzstufen natürlich, ne? Ja, klar. Wenn ich ja schon mit Fichten als Arbeiter dann bedauere die passenden Stufen. Ich habe ja mitbekommen, weil mich hat das jetzt eine ganze Weile gar nicht so interessiert, aber Varro 3 startet ja bald. Ja. Ich finde es immer noch eine Sauerei, dass wir nicht eingeladen sind. Ja, auf jeden Fall. Voll für Popo. Ja, bin mal gespannt. Gucken, ob ich es mir wieder antue. Ich weiß es noch nicht. Ich finde es nur dieses Mal ziemlich interessant, dass ziemlich viele YouTuber sagen, sie geben ihre Aufnahmen für eine
Varo-News-Gedönse von anderen YouTubern nicht frei. Wieso das? Das irritiert mich ein bisschen. Ja, das ist keine Ahnung. Wahrscheinlich Angst, dass zu viele Leute irgendwie sich einfach nur die News angucken und nicht die Videos. Ja, aber es gibt einen, kein der Plan. Macht die News trotzdem und der darf die wohl auch machen, soweit ich weiß, ne? Nein, nein. Ich habe jetzt von 8 YouTubern gelesen, dass sie für kein einziges News-Format ihre Aufnahmen zur Verfügung stellen. Ja, ohne das jetzt böse zu meinen, ist für mich einfach nur so ein Thema Geldgeilheit und ja. Ja, für nicht unbedingt Geldgeilheit, aber die Leute einfach daran zu binden, dass sie die Videos gucken und nicht einfach nur eine News um die. Gerade am Anfang ist es halt echt ein bisschen blöd, weil du einfach da einen Haufen verpasst, weil du kannst ja schlecht irgendwie 32 Leute, also die Videos gucken. Ja, gut. Und das Tag für Tag. Ja. Finde ich ein bisschen blöd. Also, wenn man dann sagt, okay, hier ab dem und dem Zeitpunkt möchte ich das halt nicht mehr, würde ich das verstehen, aber gerade für den Anfang ist es halt echt mega behindert. Ja, ich finde es schon irgendwo ärgerlich, also schade, ne? Muss man schon gestehen, also. Vor allem ja, die Leute, die News gemacht haben. Ich meine, denen hat das ja, weil die sich die Videos angeguckt haben und generell und naja, ne, wenn man einfach mal nicht die Zeit hat. Mir tut's, also was den Aspekt angeht, tut's mir bloß um einen Leid. Das ist der das Ganze auch angefangen hat. Das ist, wie hieß er? Darkside? Nee. Doch, ich irgendwie mein so hieß der. Für den tut's mir leid, weil er das echt gut gemacht und auch sehr professionell. Mhm. Ich verstehe die YouTuber natürlich auch, die sagen, ja, hier, das wollen wir eigentlich nicht. Aber wie gesagt, für den Anfang von Varo wäre es wahrscheinlich ganz geschickt gewesen. Wenn man dann sagt, okay, hier, pass auf, wenn bloß noch die Hälfte im Spiel sind, dann möchte das einfach nicht mehr, weil dann ist es einfach realistisch, das zu gucken. Gerade für Leute, die, wie ich jetzt momentan, ich habe momentan nicht so viel Zeit, ja, finde ich das halt echt scheiße dann so. Ja, aber was willst du? Da kann man sich da wirklich bloß die Videos von den Leuten angucken, die man gerne schon so schaut. Ja. Aber halt nicht die anderen, weil du möchtest ja eigentlich schon wissen, wer ist gestorben und so weiter. Ja, richtig. So, jetzt muss ich gerade mal so ein bisschen überlegen, wie ich das genau anstelle hier. Ah, okay, ja, gut. Doch, das könnte, so wie ich mir das vorstelle, klappen. Ich bastel einfach mal gucken, was du optisch dann am Ende dazu sagst, ne? Ja, mach du mal. Ich werde weiterhin die Insel ausbauen. Ja, ich kümmere mich jetzt gerade einfach nur straight um die Farmen. Das ist, ja. Nee, passt schon. Ich mache da ja keinen Vorwurf oder so. Nö, weiß ich ja. Alles gut. Wir haben ja alle trotzdem was zu tun, ne? So ist ja nicht. Ja, ich stehe halt die meiste Zeit mal wie immer vom Cobble Generator. Ja, aber ich meine, das geht auch vorbei. Irgendwann. Ich hoffe, ich komme mit meinem Brettern raus. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ja. Ja, gut, ist schon richtig. Ich mache jetzt noch den Stack voll und dann werde ich erstmal ein bisschen auffüllen wieder. Ja. Weil ich möchte jetzt echt nicht die ganze Folge nur vom Cobble Generator stehen. Ja, das hat's ja schon mal, ne? Also das haben wir öfters mal. Genau deswegen. So. Mhm, okay, das ist schon mal so gar nicht so verkehrt, okay. Ich bin nur am überlegen, ich würde halt auch gerne so eine Zwischenebene da reinsetzen. Ich weiß nur noch nicht so genau, womit. Das musst du am besten wissen. Ja, ich weiß, es ist halt schwer. So, dass die ganzen Drecksfarmen hier mal irgendwie verschwinden. Ich muss auf jeden Fall hinten das Wasser muss ich blocken, das ist klar. Oh. Nein. Was denn? Nein. Oh. Ich habe mich aber gerettet auf die Insel. Mein Zeug liegt noch auf der Insel. Alles gut. Oh, das ist doch immer was. Ich wollte gerade fragen, bist du schon wieder tot? Alles cool. Ich habe in weiser Voraussicht in Vorbereitung diesmal schon Slash Island das letzte Mal eingegeben. Aha. Ja, ist ja nicht, so dass ist ich nicht bloß verkehrt. Enter drücken musste, aber der Aufprall war halt auf der Insel dann wohl zu stark. Aber es ist nicht so schlimm, ich habe alles wieder, glaube ich. Ja, habe alles wieder, alles cool. So, jetzt muss ich überlegen, wie mache ich die Zwischenstufen? Ich habe keine Ahnung. Kann jetzt auch nicht
kann jetzt auch nicht mehr passieren, weil jetzt habe ich wirklich die komplette Umrandung fertig. Also könnte man auch, das war jetzt einfach bloß, weil dann plötzlich Ende war.